Bürgerinchen. Klingt gerade wie so eine Margarine. Bürgerinchen. Also ist hier ein Mörder in der Nähe. Nein. Sieben oder acht deiner Kollegen sind draufgegangen, aber das war kein Mörder. Fange ich halt damit an. Du gehörst mir! Zutritt verboten! In Port mit euch! Denkst du, ich gebe so schnell auf? Eigentlich ja. Wo bist denn du? Man, kannst du nicht laufen oder hast du? Da ist er! Haltet ihn auf! Gefunden! Danke! Es rennt die schon wieder weg! Mädel, ich will dich befreien! Ja komm, dann machen wir ihn erstmal fertig. So. Der muss sich erstmal wieder an den Kopf fassen. So, für diese Dreistigkeit bringe ich dich jetzt um. Boah. So, jetzt will ich mal wieder was auskontern. Haha, ausgewichen. So, der muss mal wieder mit Köpfen machen. Der ist doch voll unaufmerksam. Ich sehe nichts mehr, zensierte Version, ich weiß. Den habe ich gerade noch gesehen. So, den sind wir jetzt auch los. Ach. Nein, dir will niemand helfen. Denn du bist scheiße. Ja, angreifen auch. Und nicht zu ebenfalls. Glaubst auch nur du. Dann versuchen wir es einfach nur noch einmal. Sag mal, sagt ihr das nicht gerade? Ach, das ist doch eine Frau, glaube ich. Ja, ich will eigentlich ausweichen. Ja, denkt er. Wie kann er bloß so etwas denken? Er kriegt ja nicht mal einen Combo-Kill hin. Brauch ihn auch irgendwie gar nicht. Ausgewichen, Penner! So, und dann machen wir ihn noch einmal eben fertig. So, wir bleiben aber am besten immer in der... Angreifen wird... Das war doch gerade Wilhelm. Der sah auch genauso aus von der Frisur her wie mit Wilhelm von Montferrat. Der hat auch so einen, seinen alten Halbschnitt. So, dafür muss ich mir ein paar Lebenspunkte abholen. Er nicht, aber er. Aber ihn habe ich leider ausgeschaltet. Gott sei Dank, ihr habt mich gerettet. Oh, ich hasse es. Ich habe von eurem Opfer erfahren. Verdammt, wo bist du nur? Ich weiß, dass du hier bist. Ich auch. Ich weiß auch, dass ich hier bin. Das ist schön. Partisan, Partisan, Party, Party, Partisan, Partisan, Partisan. Also wenn sie euch nicht gerade mal irgendwie so die Leute abhalten, dann machen die fett Party, deswegen heißen sie Partisan. Das ist eine gute Partie, würde man auch mal sagen. Aber wir werden uns den nächsten KPs zuwenden. Hatte ich nicht gerade eben schon eine Stunde 15? Warum hänge ich jetzt wieder bei einer Stunde 10? Ach, egal. Eigentlich müsste es sogar eine Stunde 20 jetzt sein. Weil ich, glaube ich, etwa 10 Minuten zu spät gemerkt habe, dass ich keinen Aufnahmetimer gestartet habe. Was ziemlich bitter ist. Aber ihr merkt langsam, wie ich werde ruhiger und die Aufnahme neigt sich dem Ende zu. Ja, ich brauche mal wieder schön ein paar Vorlagen, über die man herziehen kann. Waren hier nicht irgendwo ein paar Flaggen? Da war ein Fenster, da war eine Flagge. Schade, ich wollte eigentlich gar nicht runterspringen.
Und da muss ich jetzt erstmal wieder hochkommen. Da krieg ich keinen hoch. Oh, bist du ein Templer? Ja, aber ein ziemlich dummer. Boah, so möchte ich auch gerne mal ein Let's Play machen. Klingt ja wie so ein alter Goofy. Ich bin aber schon 12 und ich bin viel zu alt für den Scheiß. Alter, mach doch mal was Tolles. Boah, Jungs. Nervt nicht. Ja, haben wir hier nicht noch irgendeine Flagge gehabt? War, ist da oben nicht eine? Nö, das ist nur ein Schornstein. Flagge. Da ist doch die eine Flagge, genau. Die andere war mehr so Zufallsprodukt. Und zack. Und tada. Das ist irgendein Schornstein. Oh, ach so, das sind die Partisanen. Ja, gut, wir müssen noch eben 2 Kommandoposten-Aussichtspunkte einnehmen. Dann werde ich, glaube ich, auch die Aufnahme beenden. 10 von 30 deutsche Ordensflaggen eingenommen, okkupiert, mitgenommen. Wo lässt der Typ die eigentlich? Sag mal, unter welcher Falte der Kutte hast du da 10 solche dicken Flaggen versteckt? Mit den Halterungen am besten. Jetzt sogar 11. So langsam fange ich ja an, mal so ein paar Flaggen zu finden. Das ist super. Das ist klasse. Das ist elegant. Ich renne voll vorbei. Ups. Verdammt. Was ist mit mir, du Narr? Du kriegst richtig Boks. Alter, ich will mich doch nur hier in diese Richtung bewegen. Number one. So. Ah ja, die Bürgerin bleibt sogar noch stehen. So. Huah, ausgewichen. Der braucht mal wieder neue Beinprothesen. Na komm. Komm, ich krieg den nicht angewählt, den Penner. Nur seine beiden Kollegen. Ach, der hat mich gerade gegriffen. So. Ich sehe nichts. Komm, ich schmeiß jetzt einfach mal so gegen eine Wand, weil ich's kann. Ich will hier schön in der Ecke stehen bleiben. Ich schmeiß jetzt wieder gegen eine Wand. Ich schmeiß dich jetzt wieder gegen eine Wand. Ich schmeiß dich jetzt wieder gegen eine Wand. Sag mal, der muss langsam Kopfschmerzen kriegen. Ich schmeiß dich jetzt wieder gegen eine Wand. Ich hab den Typen so lange gegen die Wand geschmissen, bis er Kopfschmerzen bekommen hat und deswegen jetzt da rumliegt. Ja, ich spüre den Zorn, aber du spürst eher meine Klinge. Komm, dich schmeiß ich jetzt auch mal gegen die Wand. Ja, wir switchen einfach mal so zwischen 2 Dimensionen. Ich will doch hier nur einen bestimmten Typen greifen. So, und den irgendwo gegenschmeißen. Sag mal, es werden doch irgendwie immer mehr. Eigentlich schon. So, langsam muss ich gleich auch ein Schwert rausholen. Aber noch ist dieser Zeitpunkt nicht erreicht. Du bist auch gerade unaufmerksam gewesen. Genau, Unaufmerksamkeit wird auch mit dem Tode bestraft. So, wir führen hier mal wieder ganz konsequent die Todesstrafe ein. Du bist ein Idiot gewesen, das wird auch mit der Todesstrafe bestraft.
Du hast mich angegriffen. Das wird auch mit dem Tode gestraft. Oh, wir sind endlich durch. Heute ist Fortuna auf meiner Seite. Ich weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Ich will deine Geldbörse haben. Aber bei über 10 Leuten, was machen die dann mit der...